Dass Mallorca mehr zu bieten hat als Megapark und Schinkenstraße, ist den meisten bekannt. Falsche Bilder. Einsame Buchten, hohe Pässe und alte Zitrushaine prägen vor allem den Norden der Isla de la Calma, der Insel der Stille, wie Mallorca einst genannt wurde. Eine Touristenattraktion, die sich wirklich lohnt, ist die Fahrt mit dem Roten Blitz von Palma. Die historische Zugfahrt führt dich durch 13 Tunnel in die Sierra de Tramontana und hinab nach Sóller. Mit dem Kombiticket für 32 Euro kannst du direkt in die historische Straßenbahn umsteigen und bis zum Hafen fahren. Die Bahn erinnert dich irgendwie an Lissabon? Richtig, einige Triebwagen stammen sogar aus der portugiesischen Hauptstadt. Am Hafen lohnt sich ein Ausflug in die Berge oder eine Mountainbike-Tour entlang der Küstenstraßen. Verpass nur nicht die Rückfahrt nach Palma. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch ein Like da und folge mir für mehr.